Heißt ich kurz an Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal. Waren wir an einem anderen Ort? Ja, ich habe mich hier kurz hin teleportiert. Ich habe mich gerade eben schon versucht aufzunehmen. Und eine Minute später kam dann. Ja, irgendjemand zur Tür hat geklingelt. Juhu, nicht so wichtig. Das ist alles unwichtig. Wir sind halt jetzt hier. Denn ich wollte hier hin. Ich habe nämlich hier auf der Karte ein Labyrinth gesehen. Und das wäre das dritte von, ich denke mal, drei. Auf jeden Fall glaube ich, dass es drei gibt. Und wir haben ja schon zwei gesehen. Was war denn das eine, das noch fehlt? Wo zur Hölle kam da gerade der Wind her? Egal. So, ich wollte. Na, schade, ich hätte jetzt gern. Ich wäre jetzt gern mit dem Wind mitgeflogen. Aber hier ist dieses eine Rätsel, das ich gerade entdeckt habe. Oh mein Gott! Du hast mich entdeckt! Roxanne! Ja, immer diese schweren Rätsel. Oh. Sollen die nur ohne mich machen? So, und wir wollen irgendwie darüber. Wir können, glaube ich, aber nicht zu nah an diesen doofen Titan ran, also sonst werden wir wegteleportiert. Totaler Quatsch. Warum auch immer. Ich meine, ja, gut. Einfach nur, weil das ja nicht wirklich die Map hier ist, so gesehen, wenn man da reingeht in so einen. Titanen sind ja noch nicht wirklich geladen. Wenn man einfach nur in der Nähe ist. Man muss ja. Ja. Die werden erst geladen, wenn man da reingeht. Egal. Egal. So, hier ist auch noch was. Und da hinten ist schon das Labyrinth, aber das hier sieht interessant aus. Ist das schon wieder so ein gleiches Rätsel wie gerade eben? Nur ein groß? Oh. Yeah. Ah, da kommt auch unser Krog. Unsere Krogmaske. Und yo. Es ist jetzt natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich glaube. Nee. Ach so. Das sieht so aus, als müsste es. Also hier. Ich glaube, das da hier ist einfach nur mehr vom Sand verdingst. Darum ist es ein bisschen knifflig. Aber ich glaube, ich habe schon gefunden. Jo. Oh Mann. Ganz schön fies. Oh mein Gott. Tschüssi, tschüssi. So viel dazu. Dann schauen wir mal. Was gibt's denn noch Schönes? Immer schön auch Aussicht halten nach möglichen. Jo. Schreinen. Warum zur Hölle? Sind sie lebendig? Einer von denen? Antike Feder. Hey du, lebst du? Der Köln erlebt. Jo. Hallo, mein Freund. Oh. Der ist sogar. Der kann sich sogar bewegen! Der war gerade noch irgendwie im Boden drin. Kann ich bitte. Gott verdammt. So. Ich will doch nur seine blöden Beine abhacken. Geht doch. Na, war das jetzt so schwer? So. Was? Boah, das sieht echt voll am Arsch aus hier. Ja, hier in der Wüste war. Das war's schon. Heieiei, da war ja einfacher als sonst. Also die anderen. Heftig. Schon als einsammelt. Yo! Und, da war halt einfach mal so ein Heini. Was er würde da macht? Keine Ahnung. Egal. Wir wollen jetzt das so hier lang, hier ist über so Sandwindgedöns. Sandiger Wind, windiger Sand. Na. Ich will eigentlich darüber. Aber hier sind Rätsel. Oh mein Gott, überall Koks. Jetzt finden wir zum Glück all die Koks mal hier. Auch nicht schlecht. Und ein Schrein. Wahrscheinlich im Ding jetzt drin. Okay. Hier brauchen wir jetzt aber erstmal den kleinen Stein. Wo auch immer der ist. Da. Wow. Gleich so schwer versteckt, oder? Was soll ich da tun? So. Das hier ist auch ziemlich easy. Oh. Oh mein Gott. Oh, du hast mich gekillt. Es ist ein W, oder nicht? Das ist ein W und das ist auch ein W für Wario. Wario. Wario und Waluigi, genau.
Ich meine, wenn nicht für Wario und Waluigi, für was denn dann? So. Ha. Huh. Das könnte nervig werden, wenn es jetzt die ganze Zeit blinkt. Ich glaube, ich mache das mal kurz aus. Oh. So. Aha. Aus. Hm. Sind auch irgendwelche Popelgegner. Hier haben sie sich keine südliches Irrschloss, keinen anderen Gegner leisten können. Oh. Ja, da runter gehen. Kommt auch wieder so dieses, oh, böse, bla bla bla, Meldung, du bist ein auserwählter Held, los, mal arbeite. Arbeite! Hm. Ja, eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht. Huch. Oh, doch nicht, ich hab's gefunden. Oder? Das ist vielleicht eine doofe Idee. Hier wäre der Schrein. Wenn ich aber nicht weit, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ja, Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück uns hingewährt. Ja, und wer verkackt, der verkackt halt, ja? Okay. Prüfung in der Wüste. Ha. Na toll. Da ist gleich mal eine Lücke, nicht Lücke, da ist gleich mal keine Lücke, da ist ein, eine, was ist es, verdammt, jetzt soll ich vergessen, wie es heißt. Ein, hier kannst du nicht weiter, bla. Oh, wir haben, das ist jetzt etwas doof. So, was wir jetzt machen ist, ich würde sagen, wir ziehen uns die an, dass wir hier schön hochklettern können. Du. Easy peasy. Yo. Link hüpft einfach hoch. Als wär's nichts. Jetzt alle. Link ist so gut im Klettern. What the fuck? Okay. So. Wir suchen einen Weg hier irgendwie leicht zum Ziel zu kommen. Ah, das müssen wir aber wahrscheinlich von unten machen. Aber hier sind halt so lange. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Dann ist es so viel. So lange Wege, wo man laufen muss. Wenn er dann falsch ist, muss man lang zurück, oder? Nee, hier ist schon wieder anders. Hier gibt es überall so kleine Durchgänge. Huh. Hier kann man rein. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo wieder so komische Dingsrätsel mit Magnetgedöns. Hallo? Oh. Einfach nur ein Loch. Das ist aber ein schönes Loch. Oh. Rivalis Sturm ist bereit. Tja, ein bisschen zu spät, Rivalis Sturm. Ein bisschen zu spät. Haben wir es schon geschafft? Nee. Wäre zu einfach gewesen. Oh man. Hier aber, da ist doch bestimmt ein Auge dabei, oder? Nee? Huh. Okay. Es könnte etwas schwerer werden als die anderen beiden. Bei den anderen beiden haben wir halt von Anfang an sofort irgendwie den richtigen Weg gefunden. Aber ein bisschen Glück gehabt. Hm. Aber die waren auch nicht ganz so schwer versteckt. Die richtigen Wege bei den anderen Labyrinthen. Glaube ich auf jeden Fall. Und das hier ist ein bisschen mehr verwirrend. Passt es? Oh. Das hier sieht schon mal gar nicht so falsch aus. Doch, nein. Jo. Sieht aber cool aus. Also nicht so einfach nur eine Steinwand, sondern hier ist auch so ein Muster dabei. Ja. Gott verdammt. Den ganzen Weg laufen. So, wir können jetzt aber. Ha, so, wir haben das da hier angezogen und tada! Wir wollen ja hier schön schauen, falls irgendwo ein Krog ist. Ich glaube nicht, dass in dem Labyrinth irgendwo ein Krog ist, einfach nur, weil die ganz schön assi versteckt werden dann. Aber egal. Man kann ja nie wissen. Hm. So. Hier vielleicht, da ist der Eingang zu dem. Hier gibt's halt so vier komische Klötze. Und einer von denen muss ja der richtige sein. Oder vielleicht sogar mehrere. Vielleicht hat jeder einen richtigen Weg. Wer weiß.
Aber na gut, schauen wir mal. Hallo, wie geht's denn so? Hier ist anscheinend... Nein, doch. Oh. Sind alle gleich aufgebaut, glaube ich. Nur einer muss ja richtig sein. Da ist auch nur so ein Loch. So. Hallo. Nirgends was. Brumm, brumm, hier ist wieder so ein... Naja, Wir werden schon noch finden. Boah, außer ein Labyrinth hätte man aber auch noch irgendwie so ein paar Gegner reintun können. Glaube ich. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine doofe Idee gewesen. Aber na gut. Aha. Ich glaube nicht, dass der Ort ist, den ich suche. Boah. Ihr wird mir klaustrophobisch. Ey, schlimm. So, aha. Anscheinend ist es nicht der richtige Ort. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Schön, schön. Tolle Urbosas Zorn. Hast du brav gemacht. Das Ganze existiert und so. So. War ich in dem da drin? Oder in dem da? Ich weiß gar nicht mehr, wo zur Hölle ich bin. Verdammt. Das ist vielleicht ein Problem. Hallo. Hier bin ich doch schon lang gelaufen, oder? Ist was? Ich gehe einfach nach oben. So, wir haben ja Revalis Sturm. Revali. Hallo. So, wir wollen ein von den Löchern hier rein. Das sind drei. Überall drei Löcher. Ja. Aber... Ich weiß nicht. Geh mal weiter da lang. Und dann in das Loch da vorne. Da waren wir doch nicht drin, da ist überhaupt nicht. Und hier oben ist auch anscheinend nicht das Labyrinth angeblich. Jo. Easy. Peasy. Da war es eine Truhe. Yo. Ach so. Nein, ich dachte... Ich dachte, genau. Nein. So. Hatte irgendwie so einen coolen Bonus. Schildblock plus 8. Aber es ist halt trotzdem auch schlechter als die anderen. Aber immerhin, ja? Hallo. Wie komme ich denn woanders hin? Ich glaube, ich war schon halbwegs richtig, weil hier ist irgendwas, was bei dem... hier ist etwas nicht, was bei dem anderen da war. Ist da irgend so ein Weg bei der Mitte? Oder? Keine Ahnung. Ist gar nicht mal so einfach hier. Auf jeden Fall ist es nicht sehr offensichtlich, wo hier der richtige Weg ist. Ich gehe nochmal ganz hoch. Dann gehen wir bei dem anderen Ort in das Loch ein. Vielleicht gibt es ja hier auch die Kiste. Ich weiß auch nicht. Es kommt einem so vor, als würde... Also die zwei vorderen hier, die nördlichen Vierecke... Da denkt man, ja, das ist bestimmt nicht der richtige Ort, weil das wäre ja näher am Eingang. Das kann ja gar nicht sein. Aber wer weiß. So. Tschüss, Leben. Aber hier ist auch. Hier ist eine Treppe. War die davor auch? Ich glaube nicht. Oh, yo. Haben wir 300 Rubine. Ah, hier waren wir... Nee. Habe ich die Kiste nicht gesehen? War ich so blind? Das da hier sieht aber so richtig aus. Das ist was, das ist... Die sind hier verbunden. Was ist... Da ist was drin. Was ist da drin? Wie mache ich den Schleim weg? Gar nicht. Da gibt's einen Bogen. Was will ich mit dem Bogen? Au. Schauen wir mal. Da ist mehr als ein Bogen drin, oder? Hallo! Okay. Was ist das? Gerudo-Bogen. Wow. Ganz schön scheiße.
Da ist also irgendwie Gerudo tritt verreckt oder so. Oder wie soll man das verstehen? Sonst ist da nichts. Keine Ahnung. Hm. Oh je. Es wird nichts. Oh, zur Hölle, was ich jetzt? Hier nicht. So, das war jetzt die zwei. Okay, das wird auch nicht so. Ich bin mir sicher, ich habe auf Parasegel gedrückt. Mann, Link springt einfach jetzt halt tot. So, erstmal sortieren. Was kann weg hier? Diese Hitzeschutz. Ja, ja, brauchen wir doch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nicht zu übermotiviert sagen, dass ich es nicht brauche, dann irgendwann brauche ich es. Ha. Gut, dann schaue ich mal nochmal von hier. Ob da auch so ein... Da auch. Und... Oh. Außerdem ist da ein Schwert gewesen. Wahrscheinlich wieder... Link, bitte. Und da hinten... Oh, Fackeln. Aber Weg. Ah, Fackeln und Weg. Sieht beide so gut aus. Vielleicht. Oh, easy. Easy peasy. So macht man das. Derama schreien. So, sag ich doch. Kein Problem für den Labyrinthlöser schon wer. Oh, oh mein Gott. Yo. Darf ich jetzt hier rein? Danke. Prüfung in der Wüste geschafft. Ah, haben wir die schon bekommen gehabt, oder? Weil wir es geschafft haben, hat es vielleicht automatisch gelöst, sich gelöst, gedünst. Obwohl wir es noch nicht hatten, oder sowas. Keine Ahnung. So. Ja. Muss aber eine gute Belohnung geben, ja? Ich grüße dich, Pega. Mein Name ist Derama. Du hast die Prüfung bestanden. Ja, ja. Sehr schön, Deramas Segen. So, hier müsste doch auch wieder so ein Rüstungsteil sein, oder nicht? Barbarenkleider. Aber die habe ich doch extra schon gekauft, oder? Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Egal. Ich hätte sie nicht kaufen sollen. Ja, in den anderen zwei Labyrinthen gab es auch so ein Barbarenzeug. Egal. Hey! Ja, eine Prüfung gemacht hat, Zeichen der Bewährung. Yo. Ja, Mensch, mein dieser Fall. Bla, bla, bla. Easy peasy. So, geht doch. Jetzt haben wir alle drei Labyrinthe gelöst. Ich glaube auf jeden Fall, dass es drei gibt. Es gibt drei Ausrüstungsteile. Also, ja. Wow. Ladebildschirm, ey. Okay, aber was ich jetzt noch schauen will, ist hier hinten vielleicht... Nee. Hier kann man nur hoch. Oh. Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Der Weg hier ist jetzt frei. Okay. So. Gut. Geschafft. War doch kein Problem für uns. So. Aber kann ich jetzt auch gleich die Folge beenden? Ich will noch kurz schauen, ob hier vorne vielleicht noch irgendwas ist. Oh. Da wäre ein Gegner gewesen, oder? Ja. Sind die da random gespawnt oder sind die da einfach so? Ich meine, auf den Mauern drauf waren zwei Popelgegner. Das war's aber auch. Ja gut. Hier ist sonst nichts, oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich werde jetzt aber trotzdem halt einfach die Folge und dann, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!